Und herzlich willkommen zum zweiten, sage ich jetzt. Herzlich willkommen zu ESL Think Fast Razor League, also 455 im ersten Spiel des Tages zwischen Genuine und Soja-Soße. Soy Sauce. Und ich habe hier Probleme, aber noch geht's. Radiant Team Ban. Dire Team Ban. Radiant Team Ban. Also wir ban. Werden noch ausläuft. Seconds remaining. Ja. 5 seconds remaining. Reserve time. Ja, wir werden jetzt irgendwie, das dauert noch ein bisschen, bis ich hier klarkomme, aber never mind, das Spiel geht ein bisschen langsamer hier anscheinend von Team Soesus gegen Genuine. Vibe und Razor sind die Bans und es dauert halt irgendwie noch ein bisschen, bis die Brewmaster und Death Prophet bannen. Was mich halt überrascht, aber hey, vielleicht brauchen die beiden auch noch ein bisschen. Die beiden Teams noch ein bisschen Einarbeitungszeit, bis sie sich klar werden, dass Brewmaster und die Death Prophet da keine Alternative haben. Genuine hat das gemerkt. Team Soesus wird das gleich auch merken. Mal schauen, wann. Oh, Invoker First Ban. Nice. Interessant. Aber damit könnte Genuine Dota jetzt hier einen Brewmaster picken. Könnten sie. Ansonsten Ogre ist immer noch First Pick. Und oder Void. Aber ja. Ogre Magi. Der Imbass der Hetzung Zeit. Vollkommen broken. Vollkommen crazy. Und egal welche Zeit des Spiels ist. Wie nach Multicast-Status. Mit Argenem Scepter ist One-Hitted der jeden Hero, der kein BKB hat, und zwar alle 8 Sekunden. Deshalb vollkommen broken und immer First Pick. Leider gerade, muss unbedingt genervt werden. Volvo, please nerf. Ja, Scareth Mage als zweiter Pick ist ein bisschen in letzter Zeit weniger geworden. Überrascht mich halt so eigentlich schon. Aber wahrscheinlich ist es zu viel investiert, einen Level 6 Ulti auf jemanden werfen zu können und noch ein Setup dafür zu brauchen. Wahrscheinlich aus denselben Gründen wie Mirana so ein bisschen abgefallen. Einfach weil, naja, es ist halt das Ding so. Du musst halt ein Follow-up machen und hast dann eine Combo. Außerdem Skyrath Mage Level 6, also du hast halt nach 15 Minuten Level 6 oder nach 12 Minuten auf dem Support Skyrath Mage Level 6 und das ist ein bisschen spät. Earthshaker, zweiter Pick, gefällt mir sehr gut. Auch eine Supports, die, wenn sie funktionieren, richtig gut funktionieren. Und auch von hinten aus ganz gut zusammen spielen können. Big Hero ist ein anderer von diesen relativ broken Heroes. Sicker Damage, aber ein bisschen Item Dependence in Sachen Newels oder halt den Setup. Void ist hier der Standard-Ban, Centaur und Terrorblade auch. Daher könnten wir hier den Brewmaster noch als Ban sehen, es sei denn, beide Teams haben ihn einfach vergessen. Spectre ist hier. Dire Team Pick. Okay, der erste Carry ist damit schon mal raus. Zusammen mit Terrorblade natürlich. Also von daher könnten wir eine Medusa sehen, einen Morphling sehen und oder PA Necro. Das sind so die gerade im Meta drin sind. Und da müssen wir sehen, wie das Ganze damit aussieht. Naja, beide Teams haben jetzt hier ihre Supports auf den Tisch gelegt. Wobei man Jakiro doch als Core spielen könnte. Müssen sie aber sehen. Von daher kommen jetzt so. Können jetzt die Cores kommen. Tidehunter. Radiant Team Pick. Ein Tidehunter, also natürlich. War noch einer der Helden, die da definitiv noch drin waren.
Und die man halt irgendwie mal gerne vergisst. Tatsächlich, aber wenn der Offlane noch da ist und Centaur weg ist, kommt ein Tide Hunter. Und Clockwork. Sehe ich gerne, aber leider auch wesentlich zu selten gepickt. In dem Spiel hier könnte er ziemlich gut sein. Scarif Mage, Earthshaker, Tide Hunter, das sind alles Heroes, die man doch relativ gut kommen kann. Das ist ein Scarif Mage, weil das verleiht den Scarif Mage gerne mal eine Mystic Flare auf einen zu schießen. Und dann macht der Clockwork seinen Blade Mail an und dann, ja, fällt es um. 10 seconds remaining. Aber ja, Earthshaker ist relativ nutzlos in den Cox. Scarif Mage ähnlich. Und bei Titan sieht es auch ähnlich aus. Wenn du die Position der Ravage bestimmen kannst, kann man damit arbeiten. Klar, wenn von Team Zoo ist relativ schnell Force-Devs rauskommen. Nehme an. Wobei. Earthshaker geht auf Blink, Titan auch. Und somit Scarif Mage hat First Item. Ja, prinzipiell First Item den Force-Staff werden, aber das wird relativ spät sein. Muss man dazu sagen. Ein Scarlet Mage wird wahrscheinlich in der 5 gespielt werden. Ein Earthshaker versucht ein bisschen was zu bekommen, um einen Blinkzeiger irgendwann zu kommen. Und dementsprechend Scarlet Mage auf der 5 mit einem Force-Staff, das wird wohl bis Minute 25 oder so dauern. Von daher könnte der Clockwork hier sehr gutes Potenzial haben. Das sehen wir mal, was der ansonsten so an Carries rauskommt. Wir können hier natürlich eine Medusa sehen. Können einen Morphling sehen, wobei eine Morphling hier besser als eine Medusa wäre, glaube ich, wegen dem Clockwork. Wenn du Medusa einsperrst, dann ist Otto auch doof. Puck ist wahrscheinlich auch einer der besseren Heroes gegen Clockwork. Der ist da etwas. Hält sich da erstmal egal. Der hält sich da erstmal egal, was? Nein, der ignoriert erstmal die Cox und so, aber während er den Face-Shift macht, kann man halt ganz gut die Cox auch so positionieren, dass er weiter rauskommt, wird er halt weggestoßen. Das könnte hier durchaus ein Problem sein für einen Blinkdagger und sowas. Wobei ich nicht weiß, ob man nicht vielleicht doch vorher rausblinken kann. Aber, ja. Wenn der Packer gecatcht wird, ist er halt relativ schnell tot vom Clockwork. Ansonsten ist er okay. Aber Ogre Magi, Jakiro sind halt doch ziemlich gute Helden gegen Pack. Ogre Magi sowieso, für mich viele Stunts, aber auch Jakiro. Auf den Face Shift einfach einen Ice Path legen und gut ist. Ja, bin ich mir im Pack nicht so sicher. Vielleicht zu sehr auf den Clockwork geguckt und den Rest wieder vergessen. Aber dann haben sie ziemlich viel Control, aber auch noch ziemlich viel, also Team Soul ist halt ziemlich viel Teamfight auch early im Game. Relativ early. Dementsprechend sollten sie vielleicht einen Fighting Carry nehmen. Entweder einen Wraith King oder ja, eine PA als Carry könnten sie machen. Ja, weiß nicht. PA mit frühem BKB könnte hier okay sein. Aber sie müssen auf jeden Fall fighten. Oder wollen fighten und sollten das dementsprechend auch nutzen, dass sie ja einen Carry machen. Spectre ist halt auch schon gebannt, sonst könnten sie die halt vor Protect One und reinhorten machen. Mal sehen. Für Jenny Dota, liken. Okay. Dann doch noch auf den Push umgeschwenkt. Jakiro liken kann man natürlich immer ganz gut machen. Das ist nämlich starke Combo. Allerdings, Team Soso kann halt auch durchaus fighten. Mit Fissure, Ravage, Puck und einem Scarif Mage da drin ist es doch schon auf jeden Fall was ich wehren kann. Andererseits glaube ich halt nicht, dass man das den Liken so einfach aufhalten können. Wir haben prinzipiell Dreamcall und eine Fissure. Das war es halt ein Stunts. Und ja, der Rest läuft halt weg. Von daher vielleicht gar nicht so schlechter Pick von Jane und Dota hier. Nachdem sie schon Terrorblade gebannt haben und dann Liken selber gepickt haben. Wird das auf jeden Fall Push sein. Und dann bräuchte man in der Mitte noch was. Pack Liken. Ja, Pack Liken könnte man auch machen. Von daher Mitte Liken wäre hier auch möglich. Team Soul ist so banned für die Mitte. Denken, dass halt ein Safe Lane Liken wird. Aber ich hätte eventuell tatsächlich die Idee, dass wir halt Safe Lane was stellen können, was stärker auf der Lane ist als ein Liken. Und dann die Ogre Magi Jakiro roamen lassen. Wäre vielleicht hier die bessere Möglichkeit. Ja, Gyro wäre noch ganz gut gewesen für den Teamfight. Ansonsten vielleicht eine Luna, mal wieder. Aber irgendwas, was ab Minute 15 mitfighten kann. Und da nicht vollkommen abfällt, wie eine Medusa, die halt irgendwie gerne alleine farmen möchte. Anti-Mage wäre eine Möglichkeit. Aber ich weiß nicht, ob sie halt wirklich ohne Carry genug Druck machen können.
Weil es ist halt Ravage, Fissure und die Pack-Kombo und dann ist halt das Lineup vorbei. Und keinerlei Physical Damage. Bis auf ein bisschen vom Pack. Und da muss halt irgendwas, irgendein Follow-up kommen mit ein bisschen Damage. Sehr gespannt. Luna könnte funktionieren, ist aber relativ selten, aber es kommt der Wraith King. Na gut. Hatte ich auch am Anfang gesagt, Wraith King oder Luna. Habe ich ein bisschen vergessen gehabt. Wraith King. Super Fighting Carry. Damit haben sie auf jeden Fall ein starkes Lineup, was doch sehr aggressiv sein wird. Shaker Sky, Wraith King kann tatsächlich aggressive gehen, von daher würde ich Liken definitiv in die Mitte stellen. Einfach nur, um die Möglichkeit zu entgehen und ja, was zu picken, was halt irgendwie auf der Lane klarkommt. Damit eben Ogre und Jakiro frei sind zu ganken und nicht irgendwie den Carry protecten müssen gegen Tidehunter, der durchaus solo gar nicht so einfach ist. Deshalb irgendwas, das gegen Tidehunter solo gewinnt, okay, das wird schwierig. Ah, aber Windranger Mitte, na gut. Mastermind auf der Mitte, ja. Das ist eine mit Windranger. Cool, Windranger gefällt mir. Beide Lineups haben auf jeden Fall was, was sich innerhalb von 20 Minuten auseinandernehmen wird. Von daher werden wir hier sehr, sehr schön, sehr, sehr viele Fights schnell bekommen. Ja. Schnell und brutal, habe ich so das Gefühl. Aber können natürlich es auch late geben. Also das sollte man nicht ignorieren, dass das Ding durchaus late gehen kann hier. Na gut, auf der Seite von Genuine sehen wir Beerman Pick und Mittensoff auf den Supports. Dann Zu nimmt den Lycan als Carry, Mastermind in der Mitte auf der Windranger und zuletzt Zugraf auf dem Clockwork Offlane. Auf der Seite von TSS auf dem Dire haben wir Love Cheloid auf dem Pack in der Mitte. Auf der, die das Pack. Lockdown auf dem Tidehunter. Scareth Mage und Coffee supporten das Ganze. Und SK Telekom T1 Bisu, so. Auf dem Wraith King. Also keine Aggressive Tri-Lane, aber eine ziemlich starke Solo-Lane, die den Clockwork doch sowohl Harrison kann als auch ziemlich viel Killing Potential haben. Wir haben den Damage vom Scareth Mage, wir haben eine Fissure zum komplett einblocken. Und dann halt auch den Stun, um halt hinterher den Follow-Up zu machen. Die Supports von Genuine sind ja schon da, dass hier keine Wards gesetzt werden können. Der Clockwork hat aber seine Wards gesetzt, von daher ist er schon einen Schritt voraus. Aber Titan, der kam leider zu langsam. Krankenstelle Level 1. Er erwartet, dass er nicht so nah an die Creeps kommt. Außerdem klar, Ogre und Jakiro sind ziemlich viel Harris, von daher. Außerdem wird Ogre direkt zu ihm hinlaufen und ihn, in die Fresse hauen. Und Jakiro wird ihn auch direkt mit einem Liquid Fire anbeißen. Lockdown, seriously? Das war der obvious ward of my life. Ja, TSS, das war nichts. Lockdown hat damit seinen ersten Ward quasi schon. Ich hätte ihn auch einfach ablegen können als Ward. Das hätte ungefähr genau dasselbe getan. Oh Mann. Weiß nicht. Würde ich jetzt Anfängerfehler auf der Offlane bezeichnen, aber naja. Der Ward hier steht relativ gut, dürfte aber relativ schnell de-Ward werden, wenn hier. Gut, in der Mitte auf Puck. Okay, easy. Aber hier oben wäre das auch beinahe ein Kill gewesen, wenn die Cox besser gesessen hätten, beziehungsweise wenn er da halt die richtige Engel für gefunden hat, um das vielleicht zurückzupushen oder so. Aber. Okay. Für Jalen läuft es relativ gut. TSS hatten da nicht den Block-Off bekommen. Von daher. Ja, unexpected, ein bisschen in der Mitte. Aber gut. Scheint wohl relativ cool gewesen zu sein. Also wenn ihr das Ticket hier habt, könnt ihr das ja mal euch nachher angucken. Come on! Come on! Was soll denn das? Glockwerk holt Solo-Kill auf den Carry. Oh Mann. Okay, das Spiel fällt jetzt schon für TSS auseinander. Krasse Scheiße. Hätte ich jetzt so nicht erwartet. Puh. Tja. Mein! Selfish.
Ja, wir gucken mal auf die Last Hits, die doch relativ gut in Genuine-Seite sind. Wave King hat nicht zu viel verloren, dadurch, dass er hier gekillt wurde vom Clockwork. Aber Clockwork hat die Lane gut unter Kontrolle, dass da erstmal nichts passiert. So, und ja, Double Damage Wind Ranger. Nevermind, ich habe schon gesehen. Oh, da muss ich hingucken, aber zu spät. Ich glaube, die Probleme waren hauptsächlich bei meinem Computer. Ich habe jetzt einen Deckel drauf und anscheinend wird er ein bisschen zu warm. Nachher Deckel wieder ein bisschen auf. Und dann sollte das vielleicht sogar besser sein. Weiß nicht, Grafikkartentemperatur auf 75 Grad, eigentlich okay. Und ja, Core-Temperatur auf 70, CPU auf 70, eigentlich auch okay. Naja. Heute ein bisschen mehr Probleme als sonst. Meistens hat man ein, zwei Disconnects pro Tag. Über das Setup, was ich hier fahre, dieses Mal habe ich die zwei Disconnects schon rum. Aber vielleicht funktioniert es ja ab jetzt, neben ja 15 Minuten lang Ruhe. Vielleicht bleibt das ja jetzt so. Na gut, 3:0 nach 3 Minuten. Kurz mal überblicken, was wir hier haben. Wir haben die Mitte, die Pack relativ eindeutig verliert. Wir haben die Offlane, die Zugraf hier eindeutig gewinnt. Und auf der anderen Seite haben wir hier die Offlane, die Titan relativ okay, kommt da klar, aber Oga rotiert jetzt halt auch. Boots sind da. Und jetzt sollte das ein Kill sein. Aber. Oh, schöner Silence, da war er zwar dran, aber ein Kill bekommen sie trotzdem. Kill gibt es leider trotzdem, da ist der Pack. Na, weiß nicht, man hätte da nicht so viel machen können. Oga hat jetzt halt den Fehler gemacht, dass er sich gesenzt lassen hat. Aber gut, er weiß ja nicht, in welchem Zeitpunkt des Orbs herauskommen würde, muss er halt hinterherlaufen. Er hätte eventuell eine Möglichkeit gehabt, schon vor dem Orb den zu senzen. Ach, come on. Und wieder ein Disconnect. Es ist heute relativ schwierig, von daher werde ich vielleicht das erste geben. Nächste Disconnect. Ich glaube, ich muss hier mal eventuell den Sinn-Stream sein lassen und im nächsten Game weitermachen. Irgendwas ist da, was nicht normal ist. Besonders einfach, weil auch das Internet ist stabil. Pings laufen durch. Ist es stabil und trotzdem kackt die Streaming-Software. Von daher muss ich hier im Endeffekt gleich nochmal gucken. Unten wird ein Go gemacht, aber Lockdown dreht sich um. Hat aber auch mitten Software. Wenn wir trotzdem Go zu machen könnten, wenn sie es bekommen, sollten bekommen mit einem schönen Bodyblock von mitten. Das ist ein Easy Kill. Wäre wahrscheinlich auch so mit den Wölfen gegangen. Aber Easy Kill, Midas nach 5 Minuten. Das läuft relativ gut hier für Genuine 5:0. Nicht übel. Und hier kommt rein ein Tidehunter. Hat sich ja entschieden, hat ein bisschen zu viel. Kann man halt auch verstehen, bei 5:0 muss man da noch ein bisschen mehr tun. Lycan dreht tatsächlich um. Hätte ich jetzt nicht erwartet. Shaker ist von hinten, aber so kommt nicht ran, wird dann wahrscheinlich noch überrannt. Jacquel kommt von hinten, von daher müssen sie jetzt auf jeden Fall reingehen, aber TP-Support kommt hier rein. Zeus Ulti ist jetzt leider ausgelaufen, von daher der nächste Stun, nächste Fischer ist jetzt da. Und, aber, Klinge. Na gut. War eine ziemlich schlechte Fischer, ist, dass sie ihn halt ziemlich gut abgesperrt hat, aber der Damage hat gereicht, eine 4er-Rotation hat doch dazu geführt, dass Genuine hier, dass TSS einen Kill bekommt. Tja, Mastermind in der Mitte ist halt immer noch super am Farmen und immer weiter vorwärts gehen. Noch einiges an Farmen da drauf, aber wird wahrscheinlich bald rotieren müssen. Frühes Maelstrom geht da. Maelstrom. Ich hab mal nachgeguckt, das heißt Maelstrom, nicht Maelstrom. Weil es nicht dieses durchgestrichene O hat, obwohl es prinzipiell skandinavisch ist.
Ja, cooles Messbuch und kein Force-Staff erstmal. Aber der wird wahrscheinlich danach kommen. Also erstmal den Damage und dann mehr Control. Erstmal sollte Windrunner auch ausreichen. Jo. Ja, Clockwork auf der Top-Lane hat auch eine super Zeit, 16-2. Aber tatsächlich nur die Bottle. Halt, na gut, 8 Minuten. Ist ein Level ein bisschen zurück. Was mich jetzt überrascht. Aber ein Last ist schon gut dabei. Und jetzt zählt den Pack. Der relativ einfach hier down gehen sollte. Ogre holt sich den Lasted. Mit einer Haste-Rune. Wieder out of position ein paar Sekunden. Tower unten fällt jetzt. Kann er da nicht so viel machen. Schon Level 3 erst. Wird halt vom Lycan komplett gemanscht. Richtig übel. Ich meine, im Prinzip kann Lycan sein Ulti anmachen. Und kann ihn halt hauen. Muss halt vom Anker-Smash aufmachen. Könnte aber eventuell mit dem Movement-Speed tatsächlich sogar schnell genug sein. Ich weiß schon jetzt. Das Game of Mage kommt hier rein und vielleicht noch Windrange. Wenn er hierher läuft, könnte das ein ziemlich guter Shackle. Nee, okay. Geht hier nicht für. Schon gedacht, dass da Rotations kommen, weil es ist halt tot. Ah, schöner Silence. Hat er doch genau gesehen, aber es wird nicht reichen. Schöner Snipe hier am Ende noch von der Windranger, die 4-0-1 ist. Einiges ist. Gechased wird jetzt hier. Aber Lycan ist halt auch wesentlich schneller hier. Aber hilft tatsächlich nicht. Aber Windranger könnte hier alle aufkleben. Wo ist ein Windranger? Oh. Na gut, ist gar nicht hingegangen. Hätte ich jetzt schon erwartet. Ogre hat hier ein kleines Problem. Ah ne, okay. Ich hätte halt erwartet, eventuell, wenn Earthshaker zu früh seine ganzen Spells gemacht hätte, dann hätte er ohne rauszugehen können, aber nicht möglich. Genuine verschenkt hier zwei Kills, die eigentlich hätten sein müssen. Besonders weil die Windranger halt durchaus, wenn sie weiter hier unten gegangen wäre und halt nach oben gegangen ist, hätte sie durchaus 1, 2, 3 Return Kills bekommen können. Durchaus. Aber jetzt mit Silence, aber keine Control da. Jetzt mit dem Call of Cooldown von eben. Und Mastermind kann jetzt sie direkt turnen. Oder auch nicht. Gehen einfach in Forster rein. Rotations sind da, aber der Ward hier schön gesetzt auch von TSS. In Sachen Warding. Sieht es ganz gut aus für TSS, das haben sie drauf. Der steht da und verhindert hier wahrscheinlich ziemlich viel. Besonders halt die Rotations hier rum. Sind halt ganz wichtig und bisher noch hier rum. Das könnte halt ziemlich schnell Kills auf den Pack bekommen. Besonders wenn halt ein Ogas dann das Shackle dann kommt. Aber Zugraf hat den Hook. Und könnte jetzt hier ziemlich schnell hooken. Aber ne. Wollte da keinen Go machen, obwohl eigentlich tatsächlich alle ready wären. Aber dagegen entschieden. Routine jetzt nach oben. Mein Wraith King weiß genau, was ab ist. Sie haben den Ward gesehen. Der Kurier fliegt jetzt auch da hoch. Relativ klar, wohin die Leute kommen. Aber keine Geduld. Oder steht auch schon relativ lange da. Meint es auf Cooldown. Will es hier unbedingt rein. Und da wird er gefunden. Easy Shackle ist jetzt. Und oh, so kauft den Creep. Der Eisenkopf ist da und der erste Leben ist geboot. So, die Frage ist jetzt, ob irgendwie geturnt werden kann vom TSS. Das sieht aber nicht so aus. Deswegen gibt er ein zweites Leben ab und die Supports sollten sich definitiv schnell zurückziehen. Also eine Windranger ist schnell unterwegs. Und auf der Bottomlane holt Tidehunter sich halt einfach mal solo, Lycan im Solo den Tidehunter, Level 8 mit Wolfform. Ja, läuft halt einfach hinterher und Keten. Mein Tidehunter ist jetzt Level 5 geworden. Aber hat auch einen Punkt in Gush geskillt. Von daher Level 3 Anchor Smash ist hier nicht da. Um noch ein bisschen weniger Damage Reduction zu machen. Und dann poppt er relativ schnell. Aber Mana Boots sind für Tidehunter vorhanden. Immerhin. Von daher geht es jetzt auf den Weg zum Klingdagger, aber das wird noch einige Zeit dauern. Also wird hier gefunden, Ravage wird genutzt, das sollte ein Kill sein. Ein bisschen overextended hier von Zu. Das meine ich ziemlich weit. Irgendwie, Genin ist halt gerade relativ weit vorn. Mit relativ meine ich ziemlich weit. 7500 mit dem Tower noch ein bisschen mehr. Aber
irgendwie ist For Project One funktioniert nicht so ganz. Also Genuine hat halt oben mit dem Tower hier, den sie gemacht haben, halt kein Space created. TSS haben halt nicht gedefft und Lightning hat das wahrscheinlich nicht ganz mitbekommen, dass da halt nicht gedefft wird und hat da einfach overextended. Lightning sollte ja nur reingehen, wenn genau, wenn das Team beschäftigt ist. Und zwar hat sein Team Tower gepusht, aber wenn nicht gedefft wird, dann ist es halt nicht so. Ja, und weiter geht's. Ja, Zugriff wird hier gefunden, aber... Oh, Mr. Hook. Point Black Rage, aber schöne Cox. Aber es hilft halt nichts. Hook the Mist hätte da vielleicht nicht gucken sollen. Lucas Lamb ist draußen, aber macht nichts. Schöner Stun, aber hier Mastermind geht hier richtig rein. Holt sich Kill up to Kill, Double Kill, 3 Kills schon für die Clockwork und ich glaube, es Gareth Mage stirbt auch noch. Power Shot holt sich den Kill. Reincarnations of Cooldown könnte jetzt hier, wenn er den. Ja, mit dem Multicast und dem Ice Path brauchen sie hier nicht den Shackle, aber Ultra Kill für Mastermind. Nach 13 Minuten 15:5 und sie haben halt hier gezeigt, dass. Ja, prinzipiell hätte Clockwork eher den Fehler gemacht hier. Hätte durchaus da noch wegkommen können, wenn er nicht ein bisschen zu weit vorne war. Die Cox waren halt super, aber Initiation hat er gemacht. Hätte vielleicht sogar überleben können und genau das hätte er gezeigt. 5:0 Trade, wie weit es jetzt schon ist. Besonders mit Lycan werden wir hier wahrscheinlich in 20 Minuten wegsehen. Beziehungsweise, also 20 Minuten weg. Beziehungsweise, keine Ahnung. Die Kills kriegen hier immer wieder den Lycan. Ich weiß nicht, wie viel der Leben hat. Oder wird wahrscheinlich hier auffallen. Eventuell könnten sie das hier sogar turnen. 3 Leute sind hinter ihm her, nur der Earthshaker ist hier hinten. Ja, okay, Clockwork holt sich halt einen easy Kill. Ah, oh, Mastermind muss hier zurück. Sogar Major geht down oben. Und aber auch der Earthshaker, der sich irgendwie dazu entschlossen hat, alleine dem ganzen Team vom Gegner zu folgen. Mit einem Clockwork im Feld und, naja. Off-Extension hier vom. Oder hat er nicht ganz mitbekommen, wo er als sein Team war. Aber halt auch so generell von Genuine ein bisschen zu lange geblieben. Waren halt zu low dafür, um da noch zu bleiben. Ha, Mastermind 9-0. Weiß nicht. Ist das zu stoppen? Die Frage. Can you stop this Windranger? Oh oh. Octon, glaube ich, hat hier ein Problem. Aber geht wieder zurück. Stackt hier, wird hier farmen und wenn er das tut, wird er sterben. Aber es scheint nicht der Fall zu sein, als dass er hier. Das war, aber noch sehen sie sich nicht. Mastermind ist auf der Jagd, findet hier den Earthshaker. Holt sich da easy Solo-Kill. Das Gegner, die Team kann. Also TSS kann da nicht rein, das ist krass. Findet ihn im Pack. Ups. Und der ist irgendwie nicht schafft, da irgendeine Art von Countermeasure zu machen. Ravage wird jetzt gebraucht. Und Ranger wird hier wahrscheinlich poppen. Ja! Erster Kill. Godlike Spring für 700. Geht in den Scarlet Mage. Wraith King ist auch drin. Mit Reincarnation. Das ist halt relativ schwierig, da noch was rauszuholen. 2-2-1 bisher der Feld. Super Sache von TSS, wie sie hier vorwärts gehen. Zugriff wird hier auch noch fallen. Late Man zu spät auf Kuta. Kriegen hier Roshan aber zu welchem Preis? 3-2-1 der Trade. Und das war es definitiv nicht wert für Genuine. Fight Recap auch 4k XP für TSS. Und knapp 3k Gold Unterschied. Weiß nicht, Roshan ist wahrscheinlich nicht drin, aber dann sind nur noch 2k Gold Unterschied. Trotzdem, prinzipiell ein Comeback von TSS. Mastermind Godlike Spree. Und so, den Roshan hätten sie, so wie sie jetzt zurück sind, eh nicht contesten können. Von daher richtig gute Sache von TSS. Und ein bisschen zu weit vorne von Mastermind. Weiß nicht, wo da die Fehler waren. Auf jeden Fall war dann halt auf einmal Mastermind tot. Ja. Vielleicht war es ein Fehler von ihm, den Forstef nicht aufzuwahren, also. Hat halt ein bisschen viel Extend auf den Earthshaker. Egal. Auf jeden Fall gut von TSS reingegangen. Obwohl sie da am Anfang beim Earthshaker ziemlich weit hinten geblieben sind. Haben sie aber dann gesehen, okay, der hat alles gebraucht. Der ist jetzt soweit. Lass reingehen. Naja, Genuine versucht jetzt noch, trotzdem noch zu zeigen, dass sie zu weit vorne sind. Und den Power zu nehmen, ist die Objective. Die Frage ist, schaffen sie das so einfach?
Sollte eigentlich gehen, aber ein bisschen Harris ist schon noch vorhanden. Zugraf wird irgendwann initiaten und die Frage ist, wie gut dieses Initiate ist. Das wird sich dann so zeigen. Scareth Mage wird für den Wurfnet erstmal geharrist, aber ich laufe mal raus. Wurde allerdings ziemlich weit zurückgeworfen. Das heißt, sie könnten jetzt hier rein. Wir sehen das halt auch, dass sie 5 gegen 4 sind gerade. Von daher frage ich mich gerade, worauf gewartet wird. Mastermind wurde leider vollkommen da drin überprüft. Wird jetzt hier tatsächlich sogar down gehen. Buyback von der Windranger. Lycan ist mittendrin, kriegt aber relativ viel Damage. Deepgraph ist drin, ohne Blade Nail und wird vom Mystic Flare komplett auseinandergenommen. Puck holt sich jetzt den Lycan. Von hinten haben wir jetzt den Wraith King, der jetzt erstmal down gehen wird, aber Zulu ist auch im zweiten Leben. Wird hier gefährlich low, wird hier gestunt und sollte hier eventuell down gehen. Ravage wird auch noch benutzt. Und geht down, Mastermind ist hier fast kaputt. Wird eventuell hier ein Buyback bekommen. Oh nein, das ist katastrophal. Und ja, Blink ist in 5 Sekunden wieder da und ich weiß nicht, ob Windranger wohin sie soll. Könnt ihr jetzt den Shackle machen? Ah, Silence trifft nicht, das... Könnt ihr retten? Oh, der Shackle landet nicht und das könnte der... Oh Gott, 4 Leben. 4-5 Leben. Knapper als knapp. Mastermind muss dann hier zurück. Aber TSS zeigt Lebenszeichen. Und holen hier definitiv das Momentum so ein bisschen zurück. Tower ist down, aber der Preis für Genuine war es auf gar keinen Fall wert. Sie sind hier ziemlich weit vor. Und trotzdem war der Teamfight ein bisschen weit zurück. Und Lycan war halt alleine drin. Hat Lycan ein bisschen overextended, der hat den Teamfight so weit auseinandergebracht, dass halt leider... Ja, beide Cores waren im gegnerischen Team drin, aber... Naja, der Core mit dem Red Team kann ein bisschen länger überleben. Oder hat ein bisschen länger überlebt, tatsächlich. Das hat mich überrascht. Also, ja, beide hatten 2 Leben. Aber Lycan hat dann gerade nichts bekommen dort vorne und wurde ziemlich stark gekitet. Ja, mit dem Killer von Wraith King können sie jetzt tatsächlich den Tower oben uncontested nehmen. Networth halt ein bisschen weit voraus. Nicht mehr so krass voraus, dass sie jetzt sagen, okay, Windranger ist über allem. Sonst weil der Wraith King halt auch auf einer Stufe ist. Mit dem Midas und so zahlt sich das natürlich aus. Aber haben halt auch keine Außentower mehr. Und TSS hat gar keinen Tower mehr. Wenn ihr hier seht, Networth ist jetzt so ungefähr runter, ungefähr wieder bei 5000. Und zwar mit allen Towern hinten. Das sind 6 Tower zurück und Roshan. Was mit prinzipiell 13.000 Gold ist, was da an Objectives einfach noch bei Genuine voraus ist. Das ist schon einiges. Aber. Bin mal gespannt, ob bald Ultralate wird TSS das ziemlich eindeutig reißen. Von daher, Genuine ist on the clock. Nicht so stark jetzt erstmal, weil das ist jetzt ihre Zeit zum Scheinen. Aber so in, weiß nicht, wann das abfallen wird, bei 40 Minuten. Also noch so 20 Minuten und dann sollte TSS stärker werden. Müssen aber jetzt auch nur noch stallen. Schöner Smoke und das sollte der Lycan werden. Wenn sie hier in dem Lineup vorbeikommen, aber nein, Wraith King geht einfach geradeaus. Das bricht natürlich den Smoke. Ja, okay, das war irgendwie komisches Play, das hier rauskam. Beide Teams stehen sich ein bisschen gegenüber. Müssen schauen, ob sie da rein will. Pack ist auch auf Dane gegangen. Mal schauen, ob das greedy ist oder nicht. Nichtsdestotrotz, auch Wraith King mit dem Link Dagger. Die Frage ist halt gerade, TSS hat die Initiation mit Puck. Link Dagger für Wraith King ist wichtig, das stimmt. Aber es ist halt auch erstmal keine Item Progression. Wohingegen hier Genuine im Clockwork fast das BGB haben. Akiro, gut, ja, nevermind. Aber auch Ogre Magi, oh Gott, das 1000 Gold vor seinem Agas, das ist richtig groß. Und Lycan kommt hier Necro 2 direkt. Okay. Das sind halt so die Item Progression, die hier war. Für Wraith King war es halt auch nur der Blink-Digger. Das ist halt die Frage, inwieweit
der den Unterschied einfach im Positioning so weit macht. Das ist das Ausgleich, das liegt ja sonst nichts. Tja, bisher erstmal passiv, wie ihr schon logischerweise seht. Noch passiert nichts. Zweiter Smog vielleicht? Ja, zweiter Smog. Nochmal versuchen. Vielleicht funktioniert es ja jetzt. Scheint besser zu laufen. Auf jeden Fall kommen sie halt erstmal voran. Und auch. Erstmal auf die gegnerische Seite. Roshan. Potential Spawn Time in einer Minute. Aber jetzt sind sie im Jungle. Oder auch nicht. Sollten sie hier vielleicht mal klar werden, was sie wollen. Oder zumindest zusammen rumlaufen, wenn sie hier jemanden im Jungle gefunden hätten. Wäre der wahrscheinlich einfach weggekommen. Mit dem Clockwork, der sehr defensiv ist. Wir wollten hier unbedingt was in dem Dschungel finden, aber Smoke ist jetzt vorbei. Wir haben jetzt hier Clockwork. Und versuchen ihn unterm T1 voranzugehen. Und dann kommt hier Master Piece. Die Frage ist, ob sie hier noch Strangler das finden. Wraith King ist relativ weit zurück. Ein paar Blocker daneben. Das war ein schöner Pickoff, aber ein bisschen greedy. Muss man dazu sagen. Kam die Piece auch relativ weit hinten rein. Eventuell hier ein Ogre oder ein Jakiro vorne rein mit einem Icebath zum Stunnen. Hätte hier durchaus viel sein können, besonders wenn ein Check schon auf zwei Heroes beim Zurückziehen oder so. Also es hätte sehr, sehr schlimm sein können. Von daher teilweise greedy, aber es hat funktioniert. Like in der Neko 3. Der Push geht schon so langsam auf den T3. Den müssen sie halt jetzt hier. Tja, Max und Smoke müssen sie halt aufpassen, wenn der Smoke nach oben geht. Was ja nicht sein sollte. Ist auf jeden Fall jetzt so weit bei Lycan, dass sie ihn nicht mehr vernachlässigen können. Unter die Base reinpushen wird, wenn sie da nicht aufpassen. Erste Force-Surf ist jetzt auch da. Und Scareth Mate 24 Minuten. Ungefähr das, was ich im Draft vorausgesehen habe. Das hat aber auch nur der erste Force-Staff, um Leuten aus den Cogs rauszubewegen. Aber auch Refresher. Doch relativ. Relativ weit voran, würde ich jetzt mal sagen. Und mal schauen, ob Ninja Inja hier auf der Hand ist. Es sieht so aus mit dem Clockwork zusammen. Könnten wir eventuell finden, aber nein. Mastermind ist zu defensiv. Zugriff wird hier tatsächlich von hier gefunden. Abgesehen von Ninja Kiro. Aber der Fett geht hier unten noch weiter. Ravage wird tatsächlich für den Ogre geblown. Das ist. Ja, Commitment. Zugriff wird hier den Wraith King entkommen. Nevermind. Und jetzt Hook, Hook, Hook. Okay, kein Hook. Echt nicht? Dann wäre noch ein Easy Kill gewesen. Ich dachte, dass er nicht wegkommt, aber Hook, Kill und TP raus wäre eigentlich eine relativ easy Sache gewesen. Na gut. Genuine verlieren hier zwei. Und weiter geht der Netwerkkraft so langsam runter. XP ist jetzt schon even. TSS verzögern sehr gut. Und kriegen Pickoffs. Was sie tatsächlich mit Genuines Gankerline-Up, was mich da in der Hinsicht halt überrascht. Puck findet hier die Wind Ranger. Windcoil ist da, wird hier auch benutzt. Und es wird einfach hier raus. Ah, die Fischer ist da. Das ist ein Kill auf Master. Degen besiegelt das Schicksal. Und spätestens jetzt wird es richtig eng für Genuines. Richtig gut angefangen, kriegen hier auch den nächsten Rusher. Aber. Langsam kommt es tatsächlich an diesen Zeitpunkt, wo das Lycan-Lineup mit dem Lycan gewinnen wird. Also wenn es weitergeht, wird TSS das auch sich umreißen. Allerdings ist halt immer noch das Potenzial Lycan hier vorhanden, um, wenn es gerade schlecht aussieht für Genuine, halt durchaus meine Rex zu holen und einfach im Split pushen und im Sneaky sein. Da, hier den Vorteil rausholen. Aber. Mal sehen. Oder es kommt halt in individual Plays raus. So Dinge wie eine Invis-Rune oder ein guter Hook. Kann halt durchaus sein. Die Frage, Lycan farmt jetzt noch im Wald. Sehen halt noch keinen. Aggressive Wards sind nicht vorhanden. Werden wahrscheinlich gleich gestellt. Sentry Wards ist erstmal. Argenem ist fertig auf Ogre. Bin ich mal gespannt, wie viel Skill er hat hier.
Agonims of Ogre ist halt. Wir werden wahrscheinlich sehen, wie Imber der ist. Tja, und Lycan sollte vielleicht mal wieder auf die Bottomlane gehen. Sehen ja jetzt die beiden Cores in der Mitte, von daher ist es erstmal sicher für Lycan auf die Bottomlane zu gehen. Nee, lieber noch ein bisschen farmen, na gut. Aber spätestens halt auch jetzt mit dem etwas strange Observer Ward, aber halt sehr gut, weil wenn er hier stände, würde der Sentry hier stehen. Und ansonsten steht der Sentry hier oder hier, von daher ist er, glaube ich, relativ frei. Es sei denn, hier wird irgendwie ein Game gekauft, was erstmal nicht so aussieht. Oh, und Ogre wird trotz seines Agonims erstmal schnell down gehen. Re-Engage sieht nicht der Fall aus. Nicht so aussieht, nicht so aus. Aber Lycan-Faktor ist noch drin. Earthshaker ist als einziger da, um ihn da aufzuhalten. Aber wenn jetzt vielleicht ein bisschen zu viel drin, wird noch hinten wieder drin. Aber Faceshift rettet ihn erstmal. Erste geht hier down. Ravage geblown nur für Zugraf hier. Der jetzt down gehen wird, aber ein wunderschöner Shackle. Und jetzt wird der Damage rausgehauen auf Wave King. Pinkt hier die komplette Mystic Flare, aber es reicht auch nicht. Lycan geht hier eventuell sogar down. Oh, ganz knapp. Und der letzte Hit trifft es sich noch. Jetzt muss Genuine sich hier beeilen, denn sonst stirbt Lycan halt direkt nochmal. Vielleicht wird das noch nicht abhalten können, ja. Können sie nicht ändern. Und Lycan stirbt hier ein zweites Mal. Das ist bitter. Klar, sie haben Tier 3 bekommen, aber. Ja, Support für Lycan. Und in der Mitte doch noch den Ogre bekommen. Das ist halt die Playstyle, die Lycan machen muss. Aber dass er hier gegen prinzipiell nur den Earthshaker und dann andere Leute, die später erst hinzukommen, stirbt, das war schon ein bisschen bitter. Besonders halt im Ulti. Da sind sie halt beim Weglaufen, ja. Gegen Pax ist halt doch schwierig wegzukommen. Und auch ein Blink-Dagger-Earthshaker. Ist natürlich nicht so einfach. Aber wieder ein Fight, wo Ogre Major prinzipiell nicht dabei war. Nachher den Impact müssen wir erst noch sehen. Und ich halte ziemlich viel davon. MKB auf Wraith King. Alles für die Wind Ranger. Denn prinzipiell ist Lycan halt auch noch nicht gerade wirklich im Spiel vorhanden. Aber alle Tower stehen noch. Der Tower-Vorteil ist vorhanden, aber es wird immer weniger. 3000 jetzt vorne. Und wenn TSS anfängt, Tower zu nehmen, werden sie richtig in Items weiter vorne kommen. Und jetzt kommt auch direkt der Engage und der nächste Zeit ist Ogre's down wahrscheinlich, ja. Und Ogre stirbt schon wieder. Out of position, way out of position. Wenn das weiterhin so geht, könnten sie tatsächlich wegen dem Ogre hier das Spiel abgeben. Das waren zwei richtig wichtige Kills. Mit AFK sein kann man das Spiel auch aufgeben. Oh, finden hier noch Mastermind. Richtig Coil, aber zu spät. Geht hier auch noch down. The throws are real. Genuine gibt hier im großen Stil den Spiel ab. Mit Individual Pickoffs, wo wir einfach ein Ticken zu weit vorne sind. Link Dagger Red King, Link Dagger Earthshaker, Link Dagger Tidehunter sind halt die Methoden der Initiation. Und die werden vollkommen unterschätzt hier von Genuine. Ja, Lycan kann jetzt halt sein Ding suchen. Könnte hier angreifen, aber halt auch. Well played. Beziehungsweise nicht. Genuine's Spielstil fällt ein bisschen auseinander. Am Anfang haben sie super gut angefangen, aber jetzt kommen ein Fehler nach dem anderen. Lycan hat jetzt sein BKB. Sollte jetzt vollkommen okay sein. Ob die halt prinzipiell überhaupt von PPen abhalten. Von daher, mit dem BKB würde ich sagen, jetzt sehen wir im nächsten Fight, wie gut das Split-Pushen mit 4 Protect 1. Bisschen vor Full Rex One dann im Endeffekt funktionieren wird. Lycan kann jetzt doch mehr für Dives gehen. Aber die Frage ist, wer hier gefangen wird von TSS. Und ob überhaupt. Ich glaube, wenn Genuine hier die Initiation bekommt, sollte es auf jeden Fall besser sehen. Aber sie haben halt auch keinerlei Wards, um halt relevante Initiation hier irgendwie durchzuführen oder Pickoffs zu finden. Meine Worte ist gut zum nicht dewortet werden, aber der hat halt irgendwie keine strategische Vision. Also dieser Weg hier ist halt in dem Zeitpunkt des Spiels quasi unbenutzt. Der Wort ist halt gut als Roche-Wort, aber
Naja, klar, wenn sie über den Dschungel kommen, dann werden sie es mit Smog tun. Von daher ist der Ward halt auch nicht aggressiv. Sie haben prinzipiell keine Vision so richtig daraus. TSS pushen jetzt Bottom. Flyken. Okay. Jenin wollen im Full-Fledged Teamfight. Noch ist der Refresher nicht da. 400 Gold ist Refresher. Könnte keinen besseren Zeitpunkt geben zu fighten. Hier lockdown. Der Ogre hat ihn gesehen. Warum geht er nicht drauf? Und anscheinend wollen sie doch nicht machen. Findet jetzt hier alle Ravages geblockt, aber vielleicht ein bisschen früh. Glocke kommt gut rein, findet hier alles. Kriegen jetzt hier auch den Earthshaker immerhin down. Pack ist auch schon down und noch keine. Okay, Jakiro stirbt als erstes. Ogre Magia ist mittendrin, sollte mitgeslowt, finden auch noch Lockdown. Wunderschöner Five von Jenin tatsächlich. Die hier. Ja, obwohl das ein bisschen awkward war, hauptsächlich wegen dem Tidehunter tatsächlich das Ding gewonnen haben. Einfach weil Tidehunter die Ravage ein bisschen zu früh gesetzt hat. Ist da reingesprengt, hat gesehen, oh, wir haben hier viele. Hat eine schöne Ravage rausgemacht, der Stunlock auf den Jakiro war halt mit der Fissure da. Aber danach, Windranger war an einer Seite, Dingens, Stockwork auf der anderen Seite, und an der anderen Seite war halt Leica. Wir haben sehr vollkommen gesandwiched, die Supports gekillt von hinten und war der Fall schon vorbei. Vader. Ja, hat hier nichts für den Impact, wird hier sogar geblockt von den ganzen Leuten. Kommt einfach nicht ran. Das sollten hier die ersten Lanes of Wrecks sein. Ogre Major ist da, um mal wieder ins Stun zu werfen. Und ja, Mini-Rex holen sie. Und das reicht erstmal. Das Shaker findet hier noch den Lycan, der hier BKB anmachen müsste. Ah, 10 Sekunden, das ist gut. Morph tatsächlich noch. Das macht ihn auf jeden Fall Kill. Die ersten 1,5 Sekunden hätte er vielleicht eher mit dem Versuchen, Wechsellaufen zu juten, nutzen können. Aber anyway, war auf jeden Fall eine schöne Fissure, die das Schicksal besiegelt hat. Gem wird auch genommen, wird nicht vergessen. Viel wertes Warding von TSS ist gerade low. Die Wards sind halt alle aufgelaufen, werden jetzt demnächst wieder neu gesetzt werden. Wahrscheinlich jetzt, so jetzt die nächste Zeit. Aber ja, so ein Gem ist natürlich auch ziemlich wichtig. Versuchen jetzt hier ohne Smoke in den Dschungel zu gehen, was natürlich fehlschlägt, weil die Wards sind vorhanden. Aber immerhin bringen sie Mastermind dazu weg zu TP. Packt auch da ein bisschen zu spät. Auch schöne blinde Fischers, aber ein Ticken zu spät. BKW auch für Windranger. Okay. So langsam wird es doch relativ schwierig, denn. Ja, was haben sie denn für Physical Damage? Nur ein Wraith King. Und den können sie, ja, besonders ohne BKW ziemlich einfach kiten. Ich glaube, er braucht leider ein BKW. Was kommt da? BKB? Oh nein, hat das dann. Okay, geht auf AC. Oder auf Mjolnir. Na, ja, wahrscheinlich auf AC. Wäre hier sinnvoller. Definitely AC. Aber Wraith King wird halt gekitet und der Rest hat halt keinen Damage, wenn die BKBs draußen sind. Und ich glaube, das könnte jetzt so langsam ein Problem werden. Halt, da hat gleich seinen Refresher. Von daher, ja, es ist halt die Frage, ob er Leute bekommt, bevor sie BKB anhaben. Aber Windranger mit Agas, das ist auch schon relativ scary. Und das Deck wartet dort auch noch auf Lycan. Oder auf Windranger, wahrscheinlich Windranger. Der mir ist und, oh Gott, der Ward sieht sie halt alle. Das easy ist die Initiation of my life. Aber schöner Frosef. Wird wahrscheinlich hier schlimmeres verhindern. Ich würde ungern reingehen, doch Refresher kommt jetzt gleich. Aber BKBs kommen hier raus. Tidehunter werden hier komplett aufgeknickt. Weil Chase ist richtig gut vorhanden von Jenin. Fischer versucht das Meta abzulenken, aber die meisten waren noch ein BKB. Kriegen hier den Wraith King als erstes und werden hier definitiv noch mehr bekommen. Hack ist hier drin. Vielleicht ein bisschen zu weit. Muss hier rausjoint nach unten. Windranger haut aber den Damage raus. Wraith King ist down. Echo Slam, guter Versuch, aber auch nur Feed. Und Triple Kill für Mastermind. 0 zu 4 der Trade hier. Nicht ein super Ward und der sehen halt schon, okay. Wir haben keine Buybacks. Buybacks sind, glaube ich, nicht vorhanden und dementsprechend mit Lycan sollte das alle Wrecks. Von daher, frühes, aber definitiv zu rechtes GG. Ultra Kill für Mastermind am Ende. Ja, zwei gute Fights haben es wieder am Ende zurückgelegt, aber das war im Midgame doch keine gute Leistung von Genuine hier. Die doch irgendwie da ein bisschen AFK waren in einem Zeitpunkt des Spiels. Aber auch super von TSS da auf sich wieder hochgespielt, dafür, dass sie halt so weit zurück waren.
Das hat es auch im Endeffekt dafür gesorgt, dass sie am Anfang die Lanes sich so hart verloren haben, dass sie jedes Spiel verloren haben. Und wenn das in der Lane Stage besser läuft, dann sehe ich hier im Spiel 2 auf jeden Fall viel Potenzial für TSS. Denn die haben ein super Spiel hingelegt von hinten und haben das von hinten noch komplett even gemacht, bevor sie dann doch überrannt wurden. Von daher freue ich mich auf Spiel 2. Stay tuned. Bis gleich.